Hallo, UIG Entertainment und Actalogic bringen uns den wunderbaren Insomnia, den wunderbaren Pistenraupensimulator. Oh ja. Wahrscheinlich wieder eins der schlechtesten Spiele der Welt. Aber ich denke mir, ach komm, Scheiße kann man ja auch ruhig mal spielen. Also probieren wir es mal. Ja, ich weiß nicht. Ich gehe einfach mal auf Spielstart und dann schauen wir mal, was da so von wird. Oh ja, drücke C zum Senken des Frontschildes, Q zum Befestigen von hinteres Schild und Ü zum Betanken. Ja, und das kann man natürlich jetzt sehr gut lesen. Mein Job, bringe Versorgungsschlitten mit kleiner Pistenraupe zur Liftstation. Ja, dann machen wir das mal. Okay, da kann ich mein Frontschild senken. Und mit Q kann ich hinten. Ja. Und U zum Betanken. Brauchen wir nicht. Gut. Ja, dann fahren wir mal los hier. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ja, was ist das denn? Was? Bringe Versorgungsschlitten mit kleiner Pistenraupe. Was ist denn der Versorgungsschlitten? Ah, das vorne. Das ist bestimmt der Versorgungsschlitten. Dann nehmen wir den mal mit. Ach du Scheiße. Andersrum. Ich will doch erstmal diesen hinteren Schild da wieder loswerden. So, T, den legen wir da einfach mal hin. Dann holen wir uns mal den Versorgungsschlitten. Ach. Es ist nicht einfach. Was ist das denn hier überhaupt? Naja, werden wir vielleicht noch feststellen. Nee, da ist eine Menge Action hier drin. Aber so müsste das doch jetzt funktionieren. Stück noch. Wie kann ich den denn ankoppeln? Ich würde ihn ja gerne hinbringen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich den da jetzt. Ja. Wie kann ich den denn anhängen? Q war das vorhin, ne? Also jetzt mal ohne Spaß. Den müsste man doch so jetzt mal irgendwie anhängen können, oder? Ja, da habe ich doch eine Anhängekupplung. Mal ganz genau. Ach so, zurück muss ich erfahren. Na, komm. Gott, das macht mir ja jetzt schon Spaß. Wieso kann ich den denn jetzt nicht anhängen? Hallo? Versorgungsschlitten? Vorne ist ein gelber Punkt. Das ist vielleicht doch gar nicht der Versorgungsschlitten. Was ist das denn? Muss ich da erstmal irgendwie so einen Adapter oder was anbauen? Na, schauen wir mal. Ich meine, das Ding geht auch ab. Das hat hier, das ist, leck mich am Arsch, ist das schnell. So, jetzt C, Ü zum Betanken. Ja, Ü möchte ich ja gar nicht. Ah, Schlepphaken. Okay, und jetzt, okay, der gelbe Punkt ist also immer der, wo wir hin müssen. Gucken, kann ich hier rüberfahren? Ja, locker, Stuntman. Nice. So, und jetzt wird das doch wohl hoffentlich auch mal funktionieren. So, jetzt kann man nämlich den ollen Schlitten. Moment mal. Q, befestigen. So, jetzt haben wir ihn. Schön. Das geht aber ab hier. Wie die Sau.
Da vorne sollen wir hin. Ja, dann fahren wir doch mal. Den Parken haben wir, ne? Jo. Eieiei, der ist aber ganz schön am Schlingern. Ah, macht nichts. Muss er abkönnen. So, hier sind Skifahrer. Da sollte ich vielleicht nicht unbedingt drüber fahren über die Jungs. Wäre ja jetzt lebenstechnisch eher ungünstig für die. Junge, der ist aber echt am Schlingern da hinten, du. Meine Güte. Ja, das muss er abkönnen. So. Da sind wir angekommen. Denke ich mir. Ja, dann koppeln wir mal ab. Jawohl, räume die Straße am Parkplatz bei der Werkstatt mit der Schneefräse. Also fahren wir wieder zurück und bauen uns mal die Schneefräse an den Auto ran. Ausgesetzt, ich finde den Weg zurück. Jo. Ech. So, komm, Vollgas hier. Turbo-Mode. Schneefräse ist bestimmt das Ding, was wir da eben, nee, warte mal, das war das hintere Schild. Oh, guck mal, andere Pisten da oben noch. Schön. Hey, hey, hey. Das ist aber auch ein Rennwagen, du. Meine Güte. Oder ist die Schneefräse? Könnte natürlich auch sein, dass das der andere Wagen da ist. Oh, ups. Ja, das ist auf jeden Fall das andere Auto. Das heißt, ich fahre hier mal zurück. Was ist das eigentlich? So, wie kann ich jetzt aussteigen? Mal kurz gucken. Optionen, Bedienung. Ah ja, das ist ja ganz schön. Hm. Wie kann ich denn aussteigen? U zum Betanken funktioniert natürlich auch sehr gut. Wie kann ich aussteigen? Base, irgendwie was? Oh. Ah. Hübsch. Ja. Hallo? Raus und so. Ah, jetzt habe ich einen Schlepphaken abgekoppelt. Und ziemlich unsanft dahingelegt. Wie kann ich aussteigen? Irgendwas hier anklicken? Nee. Das da ist eine Schneefräse, auf jeden Fall. Kannst du mir doch nichts erzählen. So, weil das hier ist die Pistenraupe und da ist keine Schneefräse dran. Den anklicken? Nee. Wie komme ich denn in das andere Auto rein? Hallo? Drück mal einfach alle Tasten durch. Okay. Da habe ich jetzt irgendwie... Ah, okay, mit V kann man das ändern. Sehr schön. Wo ist denn jetzt die... Was denn, das soll ich hier alles räumen? Na, super. Na, dann fangen wir mal an. So. Oh ja. Jetzt wird hier aber mal geräumt. Hat er keinen Rückwärtsgang? Doch, meine ich doch. So. Welch interessante Aufgabe. Auch eigentlich blöd, ne? Außen anzufangen. Schmeiß ich es von innen ja nur wieder voll. Dann fange ich mal doch lieber innen an. Beziehungsweise ich fahre in einer Richtung durch immer. Oder schmeißt ihr das gar nicht wieder voll? Aber nicht wirklich, ne? Oh gut, dann jetzt sehen wir nichts mehr. Ach du dickes Ei. Das ist ja ein Spaß. Haha. Schneefräse fahren, Schneefräse fahren. Gott, ist das schlecht. Äh.
Was heißt schlecht? Das ist auf jeden Fall kein Job, den ich... Hallo? Rückwärts fahren? Muss ich dafür... Ach so, rückwärts fahren kann ich nur, indem ich sie ausmache. Ja gut, dann machen wir Folgendes. Fangen wir da vorne mal an. Und, so. Ey. Achso, ich kann wieder nur rückwärts fahren, wenn das Ding aus ist. Super. So, jetzt schmeißen wir sie an. Und, schmeißen uns... Ach du Scheiße. So, und dann schmeißen wir uns hier mal schön den eigenen Schuppen so ein bisschen voll, wa? Ach nee, geht ja durchs Dach, dann geht's ja noch. Kann ich damit auch darüber fahren? Ah, kein Problem. Das läuft. Wie verrückt läuft das? Und das macht so einen Spaß, macht das. Ach so, muss ich erst wieder ausmachen. Klar. Rückwärts. Läuft. Boah, ich meine, echt jetzt? Ich soll die ganze Fläche da machen? Na, das wird ja ein Riesenspaß. Aber hilft ja nichts. Ich glaube, ich mache da doch ein paar mehr Folgen von. So. Und. Ausgeschaltet. Hallo? Ausgeschaltet? Genau. So, und dann fahren wir mal wieder rückwärts. Und vorwärts. Und. Oh. Ah. So war das noch nicht. Ja, was denn jetzt? Nun, fahr doch mal rückwärts. Du Blödmann, du. So, und da schmeißen wir die Schneefräse wieder an. Und da geht's ab hier. Aber wie die Feuerwehr. Können noch ein Stückchen hier rüberfahren, ne? Oh, Maximum ausreizen bei dieser, na, wie soll ich sagen, großartigst wichtigen und herausfordernden Arbeit. So, und aus. Und in den Kreis fahren. Mal einen Kreis. Komm, mal einen Kreis. So, rückwärts. Genau. So. Und wieder angeschmissen, die alte Schneefräse. Das geht hier vorwärts zu, mein lieber Herr Gesangsverein. Ah, muss man sagen. Obwohl es grafisch gar nicht mal so schlecht ist, ehrlich gesagt. Also jetzt auch nicht gerade der Messias des Grafiktums, aber, oh ja Gott, man hat auch schon Schlechteres gesehen, ne? So. Das ist überaus schwierig, muss man sagen. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, was ich nicht im echten Leben an Arbeit machen möchte. Also echt nicht. So, wieder ausmachen. Und, ah, komm. Ja, Rückwärtsgang, genau. So. Und Vorwärtsgang, Schneefräse an und auf geht die Luzi hier, die wilde Fahrt. Geht aber auch schwer vorwärts hier. Ja. Und aus. Nein! Verdammt! Vergesse ich da so eine scheiß kleine Ecke. Ach. Ah, super. So ein Mist. Naja, aber ich muss eh nochmal zurückfahren. Von daher. Halb so wild. Ah, hier vorne reicht schon fast für einmal, wa? Jupp. Schönes Ding. Aber wie gesagt, ich muss ohnehin nochmal zurück. Entsprechend, ja. Dann mache ich aber hier schon mal den nächsten Durchgang direkt mit. So. Und Fräse angeschmissen. Mitgemacht und Spaß gehabt.
So, und dann fahre ich jetzt aber da mal kurz rüber. Moment, ist die jetzt an? Ja. Nicht, dass ich wieder was vergesse. So sieht's doch schick aus. Ach so, jetzt schnalle ich das auch. Ich muss die Taste einfach zweimal drücken, dann kann ich auch mit der Schneefräse rückwärts fahren. Und da habe ich schon wieder so eine kleine Ecke vergessen. Das ist doch nicht zu glauben, ist das doch nicht. Ist auch sehr formschön, wie hier die Begrenzung leicht abbiegt. Und wir fräsen den Schnee, ja wir fräsen den Schnee. Der Schnee wird gefräst. Lalalala. Lalalala. Schnee fräsen. Schnee fräsen. So, wieder auf. Schritt vorwärts. Ah, das wäre toll, wenn der sich auf der Ecke, auf der Stelle drehen könnte. Das ist ja immer das Nervigste hier, das Umdrehen. So. Ach, scheiße. Ach, wer sagt denn sowas? Na gut, dann nehmen wir hier halt mal nur so ein kleines Eckchen weg. Das ist ein bisschen doof da hinten mit dem Baum, der nervt. Naja. Mhm. Oh, Sprit im Auge behalten, sehe ich gerade. Denn der ist ja auch nicht umsonst. Ey, stopp! Ja, rückwärts, genau. Mhm. So, dann schmeißen wir den Eumel wieder an. Und machen hier mal die Ecke ein bisschen schick. So, da bäumeln wir mal wieder rüber. Aber jetzt nehmen wir hier vorne die kleine Ecke auch noch mit. So. Ich glaube, einfach chaotisch durchfahren ist auch nicht viel schlechter als ja, geplant durchfahren halt, ne? So. Oh, vielleicht kann man so auch ein bisschen besser fahren. Da kann man nämlich besser die Kante vorne im Auge behalten. Schöne Ding. Hier. Wie an der Schnur gezogen fährt er da durch. Ah, ich hab's halt drauf. Machst du nix. Gelernt ist gelernt. So, da ist noch ein kleines Stück, das nehmen wir mit. Und, ja, dann diesen kleinen, ja, naja, diesen kleinen Rest da halt eben noch. So, das Stückchen, da fahre ich ganz nach hinten, damit ich hier vielleicht auch mal eine gerade Kante rankriege. Genau so. Und vorwärts, Vollgas. Was ist das Blöde, ey. Ich verstehe gar nicht, warum das auf Steam nur schlechte Kritiken gekriegt hat. Also, so ein Mörderspiel. Also, Selbstmörderspiel. Weil, ne, könnte man glatt auf den Gedanken kommen, wenn man hier am Schneeräumen ist. Vielleicht einfach mal zu sagen, ja komm, das hat auch alles keinen Sinn mehr. Ach. So, Schnee weg. Weg, 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 weg. Oh ja. Und wieder über den Hügel. Ich glaube, das ist eigentlich auch so gedacht, dass man außen rum fährt, aber haben wir ja nicht nötig. So, und hier um die Kurve. Ach, jetzt habe ich da hinten schon wieder ein Stückchen vergessen. Naja. Auch soundmäßig ist es toll. Weil nicht, dass ich in der Woche nicht genug arbeiten müsste. Nö, komm. Da machen wir am Wochenende nochmal ein bisschen Schneeräumdienst. Oh yes. So, das war ja voll einfach. So, den unteren Pistenabschnitt soll ich mit der großen Pistenraupe präparieren. Dann fahren wir die Schneefräse hier mal schön wieder in die Garage. Jetzt habe ich wieder vergessen, welche Taste das war. Ich glaube V. Ne, das ist die kleine. Das ist die große. Oh, hier. Aber ich finde Rot eigentlich geiler, ehrlich gesagt. Denke mal, dass das... Ja, ja, die ist das, glaube ich.
Achso, hinteres Schild muss ich auch unbedingt mal befestigen. Mit Q war das. So. Jo. Dann, ach, du ahnst es nicht. Was ist hier denn los? Ich möchte doch das vordere Pistenschild auch, Räumschild da auch mitnehmen. Wie? Hm. Doch mal die andere nehmen. Oh. Die da. Okay. Q zum... Nee, Moment, das muss doch gehen. Ist auch eine hakelige Steuerung. Mein lieber Scholli. Alter. So. Ja. Kann ich nur eins oder was? Q. Befestigen vorderes Schild. Ah. Q zum Befestigen hinteres Schild. So wird ein Schuh draus. Jetzt habe ich doch alles dran hier. Ah, es geht ab. So. Ja, aber ich sag mal, das gucken wir uns doch mal beim nächsten Mal an, ne? Wie gesagt, das wird nicht unbedingt sehr regelmäßig sein, aber immer wenn mir gerade sehr langweilig ist, dann präpariere ich mal ein paar Kisten, sag ich schon. Pisten. Bis bald. Ciao.